Einen wunderschönen guten Tag, werte Freunde. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Aufnahme mit mir, dem Meltas, zu Herr der Ringe. Nee, Herr der Ringe sind wir ja noch gar nicht. Nein, wir sind natürlich bei der Hobbit. Ja, Herr der Ringe hatten wir da vorgespielt gehabt. Jetzt muss ich das erstmal wieder bei mir Intus bekommen, ja? Dass wir hier was komplett anderes spielen. Ja? So. Und zwar sind wir mit dem lieben Bilbo unterwegs. Der ist jetzt, bei der Hobbit ist er ja noch der junge Bilbo Beutlin, der noch sehr, sehr verdrossen ist, lieber in seiner Hütte zu sitzen, als Abenteuer zu erleben. Ja, also, weil, ja, wie soll man sagen, Hobbits sind halt sehr gesellig, sehr zurückhaltend. Die sind nicht so abenteuerlustig wie andere Rassen, wie zum Beispiel die Menschen oder ähnliche. Ja, und die... Da hat ja mehr oder weniger Gandalf den guten Bilbo in dieses Abenteuer gestoßen. Er ist der ausschlaggebende Punkt gewesen, wieso Bilbo sich überhaupt auf diese Reise begeben hatte. Ja, weil Bilbo hat viel lieber gelesen, als hier überhaupt irgendwo mal an sein Abenteuer selbst zu denken. Ja, aber Gandalf sei Dank, ne? Sagen wir da mal, Gandalf sei Dank, können wir jetzt hier dieses Abenteuer spielen. Okay, was wollen wir machen? Ich wollte jetzt erstmal gucken, was haben wir hier für eine Möglichkeit? Weitere Charaktere können wir nicht auswählen, finde ich blöde. Aber wir könnten zumindest hier bei der Karte, beim Karten ansehen, könnten wir hier das hier zum Beispiel erledigen. Hier irgendwo konnten wir mit Gandalf auf jeden Fall rumschlawenzeln, rumzaubern. Und ja, das wollte ich bloß nochmal erwähnen. Oh, warte mal. Dann switchen wir auch gleich mal auf Gandalf. Ich gehe mal davon aus, weil sein Stab hier auch gerade so schon wieder so leuchtet, dass man mit dem... Können wir mit der hier irgendwie interagieren? Ja, ordentlich meine Gemia, eine Nuttenschelle. Nee, tut mir leid. So. Aber hier, das können wir zumindest machen. Ja. Geil. So, haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Unheil angerichtet. Unheil gestiftet, ein bisschen Unheil gestiftet. Was denn hier los? Das kriegen wir noch nicht oft, wa? Nee, kriegen wir noch nicht. Schade. Das ist natürlich nicht so schön. Ich dachte nämlich erst, wenn wir natürlich hier die ganzen Charakter freigeschalten haben, also alleine unser Gefolge, beziehungsweise die Unternehmung, die wir jetzt hier bei uns haben, also ich, damit meine ich die ganzen Zwerge, da müssten wir eigentlich schon viele schaffen, wa? So, denn da sind wir doch eigentlich schon ziemlich gut abgedeckt. Mit ziemlich viel Zeug. So. Oh, Halli. Was jetzt? Na, was willst denn du? Schwiegermutter ist in der Stadt. Und ich habe ihr meine berühmt-berüchtigte Brotpastete versprochen. Eine Brotpastete? Nun ist uns das Brot ausgegangen. Nein. Sie kaut mir ein Ohr ab, wenn sie nicht an der Pastete knabbern kann. Hast du etwas Brot, auf das du verzichten könntest? Hast du etwas Brot? Nee, also Lambas Brot haben wir leider nicht. Geh ich mal davon aus. Ach, guckt mal einer Schau. Ja. Also wir brauchen jetzt hier... Wir müssen sogar jetzt Ressourcen sammeln, um halt entsprechend irgendwelche Mithrilblöcke zu erhalten. Ach, das finde ich ja gut. Herz allerliebst. Guck mal, was ist das hier? Da fehlt uns eindeutig noch etwas Mithril-Zerhämmerndes. Also somit können wir das auch gleich sein lassen. Ich würde einfach mal sagen, wir machen so wie bei Herr der Ringe. Wir gehen jetzt erst einmal die Quests durch. Also die Hauptquest, wollen jetzt nicht länger hier links und rechts. Links und rechts gucken, weil wir ja eh hier selten was schaffen können. Oh, hier. Ach, können wir leider nicht abhacken, das Ding. Aber hier, warte mal. Also das Ding machst du kaputt und dann kriegst du ein bisschen Pumpe, wa? Oder was? Was soll das sein jetzt hier? Hier kannst du den... Gandalf! Gandalf!
Oh, ich liebe dich, Gandalf. Oh, wie du hast meinen Bauchnabel gebracht zu prickeln. Gandalf der Graue? Wohl eher Gandalf der Schlaue. Dieser Charme, dieser Stil, dieser üppige Bart und das herrliche Feuerwerk. Doch kein Feuerwerk ist wie das, welches er in meinem Herzen entfacht. Oh, er ist so verträumt. Wenn ich könnte, würde ich ihn ewig anschauen. Gandalf der Graue? So, was haben wir jetzt hier? Du brauchst bestimmte Rohstoffe, um auf diese Platte... Ja, ja, okay. Oh, warte mal, dann gucken wir mal, was ist das hier? Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen hier davon 3 Stück. Davon ein paar. Davon ein paar. Davon ein paar. So. Kann ich jetzt hier jederzeit... Oh, da kann ich noch nachschießen. Okay, also uns fehlen noch Hühnerkeulchen. Ja, gut, ja, ne? Und so. Gandalf. Ach, Gandalf. Wie meine... Naja, in Wallung geraten, wenn ich dich so sehe. Ach, Gandalf. Dieser Stil. Hm. Ja, ich kann die Frau total verstehen, ja? Also, weil... Wer steht nicht auf Gandalf? Das ist halt ein... Der ist zwar alt, aber immer noch hart, wa? Oh, hier, guck mal! Genau danach habe ich gesucht. Willst du mit mir handeln? Na, was hast du gesucht? Nach Hollitz! Ja, komm hier. Jetzt mal langsam. Wo brennt es? Halt, Moment mal. Ach so, ich dachte, jetzt fehlt mir hier... Oh, hier, das ist der grüne Drache. Der grüne Drache, Mensch. Da, wo Pepin und Mary immer auf dem Tisch getanzt haben. Unglaublich. Das hat zum Beispiel im Herr der Ringe gefehlt gehabt, ja. Also, man hat hier viel, zwar im Beutelsend. Ach, guck doch einer, schau. Wo brennt's? So, das war ja todlustig, war das ja? Okay. Kitze ich den zu sehr oder was? Also es lohnt sich auf jeden Fall hier das ganze Zeug kaputt zu machen. Und ich glaube, das ist hier immer so ein in die Hosentasche steckendes Ding. Ach nee, hier guck mal. Hier kann ich dann also doch nichts reinpacken. Ich dachte, ich kann dann wieder in diesen Eimer was anderes reinpacken. Aber nee, 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 geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Aber jetzt haben wir Hühnerbeinchen und jetzt können wir das mal hier probieren, da reinzustecken. Mal gucken. Vielleicht ist das schon der Quest gewesen. Oh, jetzt hier. Jetzt Flinky-Flinky machen. So. Da. Was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Das fehlt. Zack. So, das fehlt. So. Das hier. Easy. Nein! Das ist so nervig hier. Das hier. Und. Das wird eine Statue. Oh, hier. Das. Und. Was? Ah ja. Und hier. Und links. Ach, wir haben eine Gandalf-Statue gebaut. Na, das ist ja auch mal geil. Du meine Güte. Diese Statue, sie ist perfekt. So schneidig, so ernst, so grau. Vielen, vielen Dank. Die zeige ich jedem in der Stadt. Ja, Mann. Bam! Also, ich muss mal sagen, die Nebenquests sind auf jeden Fall
geiler als bei Herr der Ringe. Ja? Das ist, da muss ich mal das neidlos zugeben, da haben sich die Programmierer echt nicht lumpen lassen. Respekt, Respekt. So, aber nach wie vor sind wir jetzt dabei, die Hauptquest zu machen. Denn da macht es erst so richtig Spaß, wenn man wirklich alle Möglichkeiten hat, alle Quests zu lösen. Ja, würde ich mal so behaupten. So, aber obwohl hier, guck mal. Bilbo. Ich finde, Bilbo ist der wahre Held hier. Der kann mit seinem Stock schneller töten als Gandalf mit seinem Schwert, mit seinem Stab. So. Ja, das ist halt wieder schwere Ast bei Gothic. Man darf diesen einfach nicht unterschätzen. Sind das jetzt hier besondere Zielscheiben oder warum sind die eckig? Naja. Gut. Verwende eine Steinschleuder, wie die die Ori besitzt, um auf Lego... Ja, bla bla bla. Ah, okay. Also sind das solche Zielscheiben. Diese Karte ist nutzlos. Ich finde diesen Schatz nirgends. Oh, Schätze? 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 Ja, aber das bringt uns wirklich nichts. Ich würde einfach jetzt mal sagen, komm. Ey, sind wir jetzt schon in Bre? Das ist ja mal geil, warte mal. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Ich möchte gerne mal nach Bre. Mal gucken, ob es da auch den Schmied wieder gibt. Ey! Ey! Eilis! Mach Eilis, Mann! Ich möchte Bre, Alter! Machst du Bre auf, Alter, ey? Ich mach dich im Messer, ey, du Alter! Kacktürsteher! Lust zu handeln? Lust zu handeln? Was willst du? Ach, hier Steine, Miller. Steine kriegt er aber nicht. So, ich gehe mal davon aus, wenn man alles kaputt macht. Verwende. Okay, also wir brauchen hier wirklich noch andere Hilfe, dass wir da loslegen können. Naja, haben wir leider nicht. Auf einer Reise durch das Auenland und noch weiter trafen Bilbo und Gandalf der Graue auf die Gemeinschaft der Zwerge. Das Abenteuer konnte beginnen. Wartet! Wartet! Ich habe unterzeichnet! Willkommen, Meister Beutli, in der Gemeinschaft von Thorin Eichenschild. Bedient euch. Nein, halt, halt, stopp! Okay. Bilbo hat anscheinend gleich Hilfe bekommen. Und ja. Moment, was sind das hier? Der hat einen Stab, ne? Der hat einfach nur einen Stab. Unverhofft kommt oft. Zwergensäule. So. Und was hast du hier? Ach, eine Angelrute. Na, der Bilbo. Der gute alte Bilbo. So. Kann er hier auch irgendwas Besonderes? Moment, wir wollen hier dem Pferdchen wollen wir was Gutes tun. Somit müssen wir jetzt hier einfach mal alles kaputt hauen. Das ist wahrscheinlich das Beste. Einfach mal alles kaputt hauen. Aua, tut mir leid. Pferdchen, kannst du mir mal da... Dankeschön. So. Also, das kennen wir ja noch von Herr der Ringe. Und ich sag mal von jedem anderen Lego-Spiel. Da muss man ja... Da sollte man ja eh alles kaputt machen, was man so findet. So. Okay. Wecken können, dürfen wir die nicht oder können wir auch gar nicht? Würde ich mal so behaupten.
Also da haben wir sogar Seil rausbekommen oder Kordeln oder was auch immer. Ich würde doch dann einfach mal sagen, dann quatschen wir mal dieses komische Dingens da an. Ja. Ach hier, wir Kumpelbonus, wa? Das war wieder so ein Kumpelbonus. Ach, Moment, Moment, Moment. Machen wir das mal so. Wieso kann Bilbo da nicht hin? Ach, hier, Nori. Ah, okay. So. Mensch, so. Ich wollte auch gerade schon sagen hier. Ja, ja. Also man braucht so eine komische Stange dazu, um da hochzukraxeln. So. Oder eine Alternativleiter. Okay. Ich möchte jetzt hier einfach mal auf Nori gehen. Nori, du machst das schon. So, zack, zack, zack. Das geht anscheinend dann doch nicht. Nicht so gut wie erwartet. So. Bilbo, bist du der Einzige, der da hoch kann? So. Meine Fresse, ey. So viel Teamwork. So viel Teamwork braucht man in diesem Spiel. Das ist unglaublich. Hätte ich niemals erwartet. Also, die hatten es ja im ersten Teil. Also, ich gehe jetzt immer... Wenn ich erster Teil sage, meine ich natürlich Herr der Ringe. In diesem Teil hatten sie halt viel... Auch viel mit... Moment. Mit Teamwork. Aber ich sag mal, das war da nicht so krass. Dass man halt wirklich so einen Kumpel benötigt. Oh ja, hier, guck mal, da haben wir noch einen. Der hat nicht sowas. So, was hat der hier? Wie vor? So, Bifor. Ja, sehr schön. Der hat einen Speer. Das haben wir auch gerade schön mitbekommen. So, der hat aber eine Axt, hat der hier. Machen wir nochmal den. Ah, okay. Alter. Ach so, das ist dann also so richtig gemein von wegen, dass man sich dann an diesem Ast langhangeln soll. Also, beziehungsweise an dem Speer. So. Moment. Hier höre ich doch... Hier rechts irgendwo? Ah, hier oben wahrscheinlich. Wenn du dich dann da lang schwingst, dann da oben über... Da oben, da ist der dritte Pfeil und dann ist da der Plan. Der eine Plan, den man benötigt, um halt besondere Waffen zu bauen.